organisieren kann, das eine reale Wirkung hat. Es ist ein starkes Gefühl, wenn man eine Idee online vorstellt und sie sich in der realen Welt manifestiert. Man fängt an, das Gefühl zu genießen, den Schmerz, den man selbst empfindet, anderen zuzufügen. Es ist ein Weg, ihm zu entkommen und Kontrolle darüber zu erlangen, aber letztendlich schadet es allen. Am Anfang war alles sehr zentralisiert. Und nach Chainology wurde es zu einem formlosen Biest.